Adventskalender. Heute gibt es was richtig Nices zu gewinnen, und zwar einen 43 Zoll Fernseher. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist oben in der Infobox den Link anklicken. Und übrigens, viel Spaß mit dem Prank. Am besten schaut ihr euch noch die Pranks davor an, damit ihr alles richtig gut versteht. Aber ihr kriegt es hin. Let's go. Crispy Rob, der sich mittlerweile El Queso nennt, ist der neue Sandwich-Don und verantwortlich für über 80% des illegalen Käsehandels. Mit seinem Bro-Kartell kontrolliert er große Teile des Käsemarktes in Deutschland. Nach einem gewaltvollen Konflikt mit einem konkurrierenden Sandwich-Dealer namens Lucifer kam es zu einem Giftanschlag, für den Roberto verantwortlich gemacht wird. Seitdem verbreitet er Angst und Schrecken bei allen, die es wagen, ihm in die Quere zu kommen, lässt jeden verschwinden, der ihm ein Dorn im Auge ist, besticht Politiker und ist der Polizei immer einen Schritt voraus. Die einzige Behörde, die den Kampf gegen El Queso noch nicht aufgegeben hat, ist die CEA, die Cheese Enforcement Agency. El Queso hat überall seine Finger im Spiel. Er hat den Staat längst unterwandert, Polizei und Politik in seiner Tasche und sogar CEA-Agenten auf seiner Seite. Agent Sam William wurde vom Bro-Kartell bestochen und half im Gegenzug dabei, den Käse per Flugzeug aus Australien nach Deutschland zu schmuggeln. Nach einiger Zeit bekommt Agent William kalte Füße. Die gnadenlosen Methoden des Kartells schüchtern ihn ein und er will aus der Nummer aussteigen. Er steckt jedoch schon viel zu tief in den Machenschaften der Käse-Mafia und El Queso ist nicht gerade dafür bekannt, Mitgefühl für Verräter zu empfinden. William stand eine wichtige Lieferung feinsten Cheddars für einen deutschen Koch-Influencer bevor. Er sollte das Milcherzeugnis auf einem Passagierflug durch den Zoll schmuggeln und dann am Flughafen den Handlangern von El Queso übergeben. Da sieht Agent William zufällig einen unbedarften Touristen, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht, und fasst den Plan, diesen armen Wicht an seiner Stelle vom Bro-Kartell aufgreifen zu lassen, um unbemerkt unterzutauchen. Und so macht sich Simon Will auf seine Heimreise nach Deutschland, ungewiss, was ihm nach der Landung blühen würde. Verrückt, Mann. Tu die Waffe weg. Hast du keine Waffe oder was? Nein, Bruder. Wieso hast du keine Waffe? Ich brauch keine Waffe, Mann. Bist du wahnsinnig? Tu die weg. Du brauchst keine Waffe. Wir brauchen alle eine Waffe. Die anderen Leute könnten dich sehen. Tu die Waffe weg, Mann. Du bist so verrückt. Du machst dir echt Angst langsam, Mann. Halt deine verdammte Fresse! Agent William! What the fuck? Sind Sie Agent William? What the fuck? Ist so rein, Digga. Wir müssen leider nach unten. Und wer ist der Kerl? Digga, No! Was passiert denn jetzt? Hast du die Ware dabei? Hey, warte mal. Die Ware? Ja. Wie auch immer, wir müssen wieder nach unten. Der da, der kann leider nicht mit. Der kann direkt gehen. Hä? Bruder, was? Das war nicht so abgesprochen. Kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie. Darf ich zwischendurch irgendwie kurz nach Hause und irgendwie mein Gesicht abwaschen? Guck mal, ich hab einen Sonnenbrand. Hatten Sie eine gute Reise, Senior? War ganz nice eigentlich. Bis auf weiteres eigentlich wenig Komplikationen. Steigen Sie ins Auto. Uff, Alter. Also bisher gefällt mir die Action, die hier abgeht. Roberto El Queso erwartet Sie schon. Ich glaub's nicht, einfach nach der Australienreise nicht mal nach Hause darf ich. Habt ihr auch irgendwie Essen vorbereitet oder so? Nichts essen. Also ich hätte jetzt irgendwie so Burritos oder so auf jeden Fall erwartet. Catering-Service oder was? Also ich meine, wenn ich schon die Ware bringe, kann man ja schon irgendwie erwarten, oder? Immer diese Anfänge. Bagnese! Was ist dieser Gringo? Bewegung, Bewegung. In die Küche mit dir. Hello! Sergeant William.
Roberto Crocante. Es ist mir eine Ehre, Sie hier in meiner Heimat begrüßen zu können. Mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Wundervoll, bis auf Alteres. Also, wie war die Reise? Ja, nach so einer 24 Stunden langen Reise hätte ich jetzt auch nicht lange gehabt, mal nach Hause zu kommen, aber jetzt hier ist auch ganz nett. Haben Sie die Ware dabei? Wir wollen direkt zum Geschäft kommen, tut mir leid. Also, ich weiß jetzt nicht, was ihr da irgendwie großartig meint. Ich habe ein paar stinkende Unterhosen mitgenommen auf jeden Fall, die ich jetzt als Ware anhatte. Haben Sie die Ware dabei? Die Ware? Also ich zeige einfach mal, was ich dabei habe. Also ich habe da auch mein mobiles Musikstudio auf jeden Fall auch drin, da ist ein Mikrofon noch, ein Interface. Die Ware, haben Sie die Ware dabei? Locke, Socke, wo ist die Ware? Also das Weitere, ja, wie gesagt, der Klamotten und so, kannst du das... Leg hier's aus! Leg hier's aus! Wo ist es? Die haben die Ware nicht mit. Und was? Warum verärgerst du meinen Boss? Ich habe einen Termin. In 45 Minuten bist du, mein Freund, tot. Locke, Zocke, in den Keller mit ihm. Komm her! Komm her! Nein, nicht am Keller. Bleiben die hier! Los! Bleiben wir! Herr Chef Locke, wir kommen zurück, okay? Auf geht's, hoch! Moin. Okay. Ich raff erstmal gar nichts, okay. Das ist auch ein Raum, in dem ich jetzt noch nie war. Scheiße, Mann. 45 Minuten. Okay. Also, was ist diese ganze Shit hier? So, kurzes Live-Update von mir. Ich bin jetzt gerade aus Australien hergeflogen. Wurde jetzt einfach beim Flughafen aufgegabelt. Okay, und jetzt hat Rob oder keine Ahnung, wen er da darstellen sollte, gesagt, 45 Minuten, bis ich getötet werde. Okay, das heißt, wir machen am besten einfach erstmal einen Timer auf ebenfalls 45 Minuten. So, und am besten versuchen wir hier noch rauszukommen, oder? Okay, gibt's hier irgendwas? Gibt's irgendwie einen Hinweis oder so? Ist hier irgendwas? Das ist eine Decke. Eine Decke ist immer schon mal besser als nichts, Alter. Junge, ich habe auch ein bisschen unterschätzt, wie kalt es in Deutschland ist. In Australien hat es halt wirklich gerade einfach so 30 Grad oder so jeden Tag gehabt. Aber das ist, glaube ich, gerade gar nicht so relevant, weil ich in 45 Minuten getötet werde, wenn ich jetzt keine Lösung finde. Oder vielleicht im Klo? Locker so unter der... So, ich habe mich gerade wirklich so dumm gefühlt, überhaupt dieses Ding aufzumachen. Fliehe innerhalb von 45 Minuten durch die Haustür aus der Gefangenschaft. Durch die Haustür. Lass dich dabei nicht von einer Wache erwischen. Als erstes musst du den Schlüssel zu diesem Raum finden. Zu diesem Raum. Okay, welcher Raum ist es jetzt? Perfekt, das war's dann auch schon. Puh, okay, das heißt, ich muss einfach weitersuchen. Wo könnte hier jetzt irgendein Schlüssel sein? Digga. Nee, da unten gehe ich selbst nicht hin. Das ist eine tote Spinne. Ah, warte mal. Vielleicht sind damit gar nicht die Räume, sondern diese Dinger hier gemeint. Demnach wäre es dann hier. Is this a key? Tatsächlich, also richtig genius. Einfach diese Dinger, vielleicht sind da noch weitere Sachen drin. Nee, das ist leer. Und das geht mir gar nicht auf. Scheiß auf. Ich glaube, das sollte erstmal passen. Hallo. Alter, ich appreciate auf jeden Fall diese Decke, das war einfach mega nett. Ich nehme den Schlüssel zum Safety mal mit. Keine Ahnung, für was der noch gut sein wird. Was geht jetzt ab? Okay.
wie hieß der? Socke oder Locke oder so? Ist auf jeden Fall ein Pen. Und hier ist ein weiterer Brief. Okay. Zweitens. Um ungesehen nach oben zu kommen, musst du die Wache aufwecken und ablenken, ohne dabei gesehen zu werden. Am besten sorgst du für ein lautes Geräusch am anderen Ende des Kellers. Baue etwas, das umfällt, wenn du darauf schießt, und suche eine Waffe in den Raum links von dir. Erstens Waffe suchen, zweitens bauen. Oh, geil. Das ist ja voll die Step-by-Step-Anleitung. Das ist ja mega korrekt.